Heute werde ich meine Freundin 24 Stunden lang pranken, bis sie komplett ausrastet. Und das ist passiert. Kevin, was ist das? Ich werde jetzt Maybrits Haare abschneiden. Bist du verrückt? Das hier ist tatsächlich Furzspray. Ah, was stinkt hier denn so? Boah, der ganze Raum stinkt jetzt. Schwarz sieht der Gegner, wenn wir übers Feld laufen. Rot. Yo, Freunde, was geht? Hier ist wieder euer Eierkopf. Heute gibt es ein krasses Video, ihr habt es gerade eben am Präintro schon gehört. Ich werde heute meine Freundin 24 Stunden lang pranken. Ihr seht es auch gerade schon, ich bin wieder nicht zu Hause. Ich bin nämlich gerade in dem Zimmer von Maybrits Schwester. Ihr könnt euch vielleicht noch dran erinnern an das letzte Video. Da seht ihr jetzt hier nochmal ganz kurz ein bisschen Videomaterial von der Drohne eingeblendet. Ihr habt ja einmal den Balkon gesehen. Ja, das ist tatsächlich dieser Balkon hier vorne. Und das Zimmer von Maybrit ist genau dort nebenan, auf der anderen Seite von dieser Wand. Ich habe mich jetzt gerade eben ins Haus schon wieder reingeschlichen. Ihr seht, ich habe auch meine Drohne mit am Start, die wir heute wieder verwenden werden. Und ich habe auch tatsächlich für den ersten Prank hier schon mal eine Wasserpistole. Und wie gesagt, vielleicht könnt ihr euch an den letzten Prank erinnern. Das Zimmer, wo ich jetzt gerade bin, das ist einfach mal das Nachbarzimmer von Maybrit. Und jetzt muss ich euch einmal ganz kurz zeigen, wo ich hingehen werde. Wartet mal, ich muss mal leise sein. Also Freunde, hier unten ist meine Wasserpistole. Und jetzt passt mal auf. Warte mal, ich muss sie mal richtig auf Undercover langlaufen. Freunde, guckt mal, Maybrit ist genau da vorne. Und ihr seht, ich bin hier auf dem Balkon und ich muss wirklich geisteskrank leise sein. Denn für den ersten Prank werden wir Maybrit gleich richtig mit der Wasserpistole abballern. Okay, Freunde, es geht los. Hier ist die Waffe. Ich wollte nur Hallo sagen, ich bin jetzt auch da. Hey, hallo, nicht mich abschießen, nein, nein. Ich wollte nur mal schauen, was du so machst. Hab mich ins Haus geschlichen. Warum spritzt du mich denn aus? Hey, hallo, man entwaffnet keinen Piraten. Maybrit, geh mal einfach wieder in dein Zimmer rein, okay? Ich komme, um mich zu suchen. Okay, Freunde, Maybrit ist schon mal richtig sauer. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ey! Die hat mich ausgesperrt. Warte mal, Freunde, ich mache jetzt erstmal ganz kurz die Kamera aus, weil ihr seht das, die ist richtig sauer jetzt auf mich. Ich muss mal ganz kurz Gustav, Maybrits Bruder, wieder einweihen, damit der mich hier einmal rettet. Und dann bereiten wir den nächsten Prank vor. Die hört mich auch gerade gar nicht. Haha. Okay, Freunde, ich bin wieder drin. Gustav hat mich reingelassen. Und ich habe auch schon die nächste Sache direkt einfach mal vorbereitet. Und zwar, ihr seht es, ich habe 75 Pappbecher. Ihr werdet gleich erfahren, warum ich 75 Pappbecher habe. Und vielleicht könnt ihr euch noch an dieses Ding hier erinnern. Das ist tatsächlich aus einem TikTok-Lifehacks-Video. Und zwar kann man da sein Handy einfach mal einsperren. Dann kann man hier tatsächlich die Zeit einstellen. Jetzt wären es zum Beispiel 55 Minuten. Oder man kann natürlich auch hier auf eine Stunde machen. Und was ich gleich machen werde, ich habe wieder Maybrits Bruder eingeweiht. Der wartet gerade nur darauf. Der ist ja hier im Nachbarzimmer. Der wartet jetzt darauf, dass Maybrit auf die Toilette geht und ihr Handy nicht mitnimmt. Und in der Zeit werde ich dann in Maybrits Zimmer gehen, ihr Handy hier einsperren. Und was ich dann mit diesen Pappbechern vorhabe, das seht ihr dann. Auf geht's. Okay, Freunde, ich werde jetzt hier mal an der Tür campen. Ich habe hier alles vorbereitet. Ich weiß auch gar nicht, ob Maybrit schon weiß, dass ich von der Terrasse wieder reingekommen bin. Weil ich war wirklich sauer, weil die ist immer noch, glaube ich, richtig nass von gerade. Sehen. Maybrit ist gerade hier ins Badezimmer gegangen. Oh mein Gott. Freunde, Maybrit hat ihr Handy hier gelassen. Okay, 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 okay. Wir müssen jetzt echt schnell sein. Ich tue jetzt Maybrits Handy hier ins Handygefängnis rein. Und das kann man auch wirklich ohne Spaß. Man kann diese Zeit nicht reduzieren. Ich würde sagen, wir aktivieren das jetzt einfach mal. Ich mache jetzt das Handy einfach mal 15 Minuten hier rein, okay? Das sollte eigentlich von der Zeit her reichen. Gleich, ihr seht, 5, 4, 3, 2, 1 und es ist eingeschlossen. Oh mein Gott. Freunde, das Handy geht jetzt hier erst in 14 Minuten und 55 Sekunden wieder raus.
Okay, ich würde sagen, ich platziere jetzt hier mal so eine geheime Kamera, damit ich Maybrits Reaktion gleich filme. Und dann geht's los. Ich hoffe mal, dass sie dann irgendwie wütend nach unten läuft oder so, damit ich das Zimmer hier vorbereiten kann. Ein paar Sekunden später. Kevin? Warum hat er denn jetzt eine Kamera hier aufgestellt? Ich kann es nicht fassen. Jetzt war ich nur kurz im Badezimmer. Ich komme wieder, sehe die Kamera auf meinem Bett. Und dass mein Handy für fast 15 Minuten eingesperrt ist. Ich kann nicht mehr. Ich habe echt gedacht, Kevin kommt, um mir eine Freude zu machen. Aber scheinbar will er mich einfach nur ärgern. Aber wisst ihr was? Da mache ich nicht mit. Ich nehme jetzt hier mein Handy und gehe damit nach unten, denn da bin ich in Sicherheit und er kann mich nicht mehr nerven. Okay, Freunde. Ich habe gerade noch abgewartet. Maybrit ist jetzt nach unten gegangen. Ich habe es aus dem Nachbarzimmer gerade gehört. Und jetzt ist es soweit. Ihr seht hier die ganzen Plastikbecher und ich werde jetzt probieren, den ganzen Boden von Maybrits Zimmer hier mit Plastikbechern abzudecken. Ich muss mich wirklich beeilen, dass ich nicht zu lange dafür brauche. Ich verliere gar keine Zeit, ich stelle jetzt das Handy auf und dann geht's los. Ihr kriegt dann Zeitraffer, einen Moment. Ich habe gerade Besuch bekommen und ich habe Besuch von Otto bekommen. Hallo Otto! Hallo! Willst du gucken, was ich hier mache? Otto, ich stelle gerade Maybrits Zimmer voll mit Plastikbechern. Was sagst du dazu? Du bist ein bisschen skeptisch. Otto, kann das sein? Hey Freunde, ich habe sowieso ein totales Problem. Aber es war irgendwie ein bisschen dumm. Ich habe nur 75 Plastikbecher gekauft. Ich habe jetzt eine alternative Idee. Ich werde Maybrits Bett komplett leer räumen und werde die Plastikbecher auf Maybrits Bett draufstellen. Hey Freunde, irgendwie, also keine Ahnung, ja. Ihr müsst mal in die Kommentare schreiben, Hashtag Loster Eierkopf. Aber die Plastikbecher, die reichen nicht ansatzweise. Aber ich brauche jetzt einfach einen Plan B. Und ich habe auch schon eine Idee für einen Plan B. Einen Moment. Ich habe jetzt hier so eine Konfettikanone am Start. Ihr seht jetzt hier mal ganz kurz Material, wie Pookie mich vor Ewigkeit mal mit einer Konfettikanone im Livestream geprankt hat. Und die ist richtig laut und macht richtig viel Dreck, weil ich werde Maybrits Zimmer hier so ordentlich versauen. Und ihr seht, wie gesagt, hier sind die ganzen Plastikbecher. Da vorne läuft auch schon eine GoPro. Und jetzt muss ich nur noch warten, bis Maybrit reinkommt. Und ich gehe wieder in meinen Standardversteck hier in ihren Schrank rein. Auf geht's. Okay, Freunde, es geht los. Oh mein Gott. Ey, ich hoffe, ich krieg das hin, dass ihr es auch vernünftig hier seht. Ich stelle jetzt die Kamera einfach mal hier so ungefähr hin. Hallo! Maybrit, du darfst jetzt... Du darfst jetzt nicht sauer sein. Das war nur ein Prank. Ich muss mich mal hinsetzen. Kannst du gar nicht. Dein Bett ist voll mit Plastikeimern. Ich kann nicht mehr, Kevin. Hast du dein Handy inzwischen wieder? Bist du sauer? Ja, vor allen Dingen, also ich bin ehrlich, es war cool. Ja, aber wer macht es denn sauber? Bleib hier, Kevin. Tschüss, Maybrit. Ciao. Ultra sauer. Also ich sag euch, es ist wirklich schwer, Maybrit sauer zu machen. Ich bin ehrlich, ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Ich meine, schaut euch das einmal an. Schaut euch diese Schweinerei an. Also langsam ist es auch echt kein Spaß mehr. Ich habe wirklich keine Lust mehr. Eigentlich freue ich mich immer so doll, wenn Kevin kommt. Aber jetzt gerade will ich einfach nur noch, dass er geht. Ich kann nicht mehr. Überall ist dieses dämliche Konfetti. Mir ist das zu doof. Ja, mir ist das zu so doof, du musst das sauber machen. Hä, wo willst du denn hin? Du hast immer noch Konfetti in deinen Haaren. Maybrit? Wo willst du hin? Hey Freunde, Maybrit hat immer noch so blaues Konfetti in den Haaren. Hey, aber ich kann das jetzt hier nicht alles sauer machen. Maybrit? Ey, ich sag euch, die ist so sauer, ne? Freunde, ich lasse das einfach alles hier so. Ich muss gucken, wo Maybrit als nächstes hingeht. Ich weiß gar nicht, was sie jetzt vorhat, aber ich will die ja weiter ärgern. Okay, Freunde, der nächste Teil des Pranks wird wirklich ultra krass. Ihr habt gesehen, Maybrit ist richtig wütend aus dem Haus rausgegangen. Und ich habe tatsächlich schon eine Vermutung, wo sie hingeht. Denn sie hat Gustav, ihrem Bruder, geschrieben, dass Maybrit tatsächlich zum Süßigkeitenladen geht. Gehen möchte oder zumindest sich irgendwas zu essen holen möchte. Und ich habe zwei Sachen vorbereitet. Einmal habe ich einfach mal Handschellen,
Ich will nämlich gleich probieren, wenn ich Maybrit finde, dass ich sie so mit Handschellen an mich dran kette. Und zum anderen habe ich auch wieder meine Drohne mit am Start. Das heißt, wir werden sie erstmal verfolgen. Sie soll wohl irgendwo bei so einem KFC oder sowas stehen, meinte Gustav zu mir, weil die gerade noch kurz geschrieben haben. Ich würde sagen, wir verlieren gar keine Zeit mehr. Ich starte die Drohne und dann geht's los. Okay, Freunde, die Drohne startet. Ihr seht, hier unten bin ich. Und ich würde sagen, ich gucke jetzt einfach mal rum, wo Maybrit sein könnte. Ich habe tatsächlich aber auch gar keine Ahnung. Also ich muss erstmal schauen, ob ich hier irgendwie so den KFC oder sowas finde. Ah, ich glaube, da unten ist er sogar, oder? Guck mal, da ist doch der KFC. Warte mal, ich gehe mal einmal ganz kurz hier vorne erstmal lang, weil irgendwo hier müsste Maybrit tatsächlich sein. Da ist so ein Autohaus. Boah, ich glaube, die ist richtig sauer inzwischen auch schon auf mich. Und ich glaube, mit dem nächsten Prank werde ich sie richtig auf die Palme bringen. So, da unten ist der KFC. Der ist irgendwie bei so einer Tankstelle. Ist sie da irgendwo? Nee, ne? Seht ihr Maybrit? Nee, da ist so eine Tankstelle. Oh, Freunde, ich habe wirklich gar keine Ahnung, wo sie sein könnte. Aber warte mal, ist sie das da unten nicht? Warte mal, seht ihr das? Guck mal, da unten läuft doch so ein Mädchen. Das ist doch Maybrit. Warte mal, wo will sie aber hin, ist die Frage. Will sie jetzt zu KFC oder will sie irgendwo anders hin? Also da vorne läuft sie anscheinend rum. Wir fliegen jetzt am KFC-Schild vorbei. Boah, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich glaube, wenn ich jetzt aber richtig liege, kann das sein, dass da vorne der Süßigkeitenladen sogar ist. Also es ist meine zweite Vermutung. Ich glaube, der müsste da vorne schon direkt kommen. Ja doch, hier ist der Süßigkeitenladen. Ah, jetzt geht sie nochmal irgendwie ans Handy. Warte mal. Ich glaube, das ist jetzt meine Zeit. Ich will da gar keine Zeit mehr verschwenden. Wartet mal. Oh, sie telefoniert auch gerade irgendwie. Es kann sein, ich habe Gustav gesagt, er soll Maybrit ein bisschen ablenken. Ich habe ihm auch gerade geschrieben, dass er es jetzt machen soll, weil ich muss mich jetzt irgendwie anschleichen, damit ich die Handschellen an Maybrit dran machen kann. Weil wenn wir dann im Süßigkeitenladen gleich drin sind, dann werde ich sie richtig ärgern und halt die ganze Zeit im Süßigkeitenladen durch die Gegend ziehen und nur die Sachen holen, die ich möchte. Auf geht's. Okay, Freunde, auf der Drohne sehe ich, dass Maybrit immer noch gerade am Telefonieren ist. Wartet mal, ich muss mal ganz kurz schauen. Also da vorne, ich glaube, da vorne müsste sie sein. Ja, guck mal, sie ist immer noch am Telefonieren. Ich muss jetzt irgendwie gucken, dass ich mich so an sie ranschleiche, dass ich halt es schaffe, unsere Hände aneinander zu ketten. Warte mal, Freunde, ich gehe mal kurz auf die andere Straßenseite. Ich hoffe, sie sieht mich nicht. Ich zeige euch ja mal ganz kurz mit der Drohne, wo ich gerade bin. Freunde, ich bin gerade genau hinter dem Baum. Sie sieht mich jetzt ganz genau nicht. Und da ist Maybrit. Okay, jetzt muss ich mich einmal noch mal weiter rumschleichen. Und jetzt gehen wir hier einmal auf die andere Straßenseite rüber. Ich bin jetzt genau hinter Maybrit. Sie guckt gerade in die andere Richtung. Sie ist immer noch am Telefonieren zum Glück. Schaut mal, da vorne ist sie gerade. Okay, und jetzt muss ich es schaffen, erstmal meine Hand hier festzumachen. Warte mal, ich muss es mal einmal vorbereiten. Okay, Freunde, meine Hand ist fest. Und jetzt muss ich hiermit gleich Maybrit festmachen. Auf geht's, ich schleiche mich jetzt an. Ey, ich hoffe, das klappt, ne? Sie guckt immer noch in die andere Richtung. Ey, die wird richtig ausrasten, sag ich euch. Was ist das? Hallo Maybrit. Hallo. Ich habe gehört, du wolltest in Süßigkeiten laden und hast gerade mit Gustav telefoniert. Ja. Und ich dachte mir einfach mal, ich komme mal mit. Und ich habe gehört, du wolltest irgendwie so ein paar coole Sachen dir holen. Kevin, ist das peinlich, lass uns reingehen. Nein, Maybrit, das ist doch alles gut. Ich habe noch meine Drohne, die da oben fliegt. Maybrit, halt mal ganz kurz die Kamera. Ich muss mal erstmal ganz kurz unsere Drohne laden. Kevin, glaubst du echt, ich halte dir jetzt auch die Kamera? Warte, Maybrit, ich muss die Drohne landen. Ja, nee. Warte kurz. Ey, Freunde. Ich kann's nicht fassen, aber wo ist hier der Schlüssel? Du kriegst keinen Schlüssel. Hallo. Okay, du kriegst keinen Schlüssel. Also, Freunde, ich habe jetzt mal die Drohne gelandet. Maybrit, wollen wir jetzt eigentlich... Nein. Wir wollen noch Süßigkeiten. Ich will nicht rein. Maybrit, komm. Wir holen jetzt ein paar Süßigkeiten. Ich habe richtig Lust, Süßigkeiten zu holen. Maybrit, du musst mal die Tür aufmachen. Warum? Maybrit, dann halt mal die Kamera. Warum? Du kannst nicht hier... Freunde, zum Glück habe ich die Tür aufbekommen. Okay, Maybrit, nach dir. Du darfst gerne vorgehen. So, ey, hallo, wir gehen. Wer hat denn gesagt, dass wir zu den Getränken gehen? Ich wollte gar nicht zu den Getränken. Ich wollte nur einmal rumlaufen, aber ich nehme dich jetzt mit. Nein, Maybrit, wir gehen ganz woanders hin. Ich habe mir was überlegt. Ich will zu den Süßigkeiten da vorne. Aber da will ich nicht hin. Wieso willst du denn da nicht hin? Wie du schon sagst, ich muss Gustav Sachen mitbringen.
Maybrit, ich finde, da vorne ist es viel interessanter, oder? Was sagt ihr, Freunde? Komm, Maybrit, komm mal einmal mit. Wir holen jetzt erstmal hier Schokobons. Guck mal. So, einmal bitte Schokobons einpacken. Ach, davon haben wir schon 10.000 Quid zu Hause. Dann würde ich sagen, nehmen wir Schokobons mit. So. Oh, Kevin, die sind mir wohl runtergefallen. Das hast du mit Absicht gemacht. Nein, aber ich bin dafür, dass du sie jetzt aufhebst. Maybrit, ich komme da unten nicht an. Das ist doof. Okay, Maybrit, dann will ich will was anderes. Maybrit, in die Ecke, die ist doof, da will ich nicht. Ich nehme es mit. Oh, das ist aber nett. Das ist ja toll, Freundin. Jetzt habe ich doch meine Sachen bekommen. In die richtige Ecke. Du willst zu den pinken Sachen da vorne? Ja, für Gustav. Sicher für Gustav, nicht für dich? Nein. Halt, stopp. Wir holen uns jetzt noch eine Sache von hier, ja? Hm. Guck mal, hier so schön das Popcorn hier. Da wünsche ich dir viel Spaß beim Ankommen. Maybrit. Wir heben jetzt den Arm. So, ja, das ist doch toll. So, guck mal. Wenn wir im Team zusammenarbeiten, dann kriegen wir auch meine Süßigkeiten. Kevin, ich bin wegen den Getränken hierher gekommen. Du hast gesagt, wegen den Sachen für Gustav. Ja, aber ein Getränk wollte ich auch noch mitnehmen. Nee, ich finde, wir sollten jetzt mal zur Kasse gehen. Hat schon mal jemand bei Ihnen so eingekauft? Nein. Was habt ihr vor? Wir angekettet? Fragen Sie ihn. Ich will sie einfach ärgern. Wir nehmen einmal die ganzen Sachen, also die zwei Sachen nehmen wir nicht, wir nehmen die zwei Sachen. Einmal bitte bezahlen. Die zwei kommen natürlich auch noch dazu. Also, Maybrit, wir haben jetzt bezahlt. Ich würde sagen, wir lassen die Sachen jetzt einfach hier und gehen. Wie? Ja, doch, da kann doch der Nächste mitnehmen. Wie? So, und wenn du jetzt die magischen Worte sagst, Kevin ist der Beste, dann befreie ich dich wieder. Du nervst mich. Wie waren die magischen Worte? Kevin ist nervig. Oh, Maybrit, dann müssen wir jetzt weggehen. Dann bleiben wir es aneinander. Der Beste. Okay, halt mal kurz. Maybrit, wenn du einfach nur mich ein bisschen besser abgesucht hättest, dann hättest du auch die Schlüssel gefunden. Ja, aber schau mal, wie soll ich denn da ankommen? So, mich los hier, guck mal. Kevin. Was denn? Ich will den Schlüssel. Ja, okay, ich mach dich auch los. Und Maybrit, dann fahren wir wieder nach Hause. Bisschen Zeit miteinander verbringen. Okay, Freunde, wir sind jetzt tatsächlich gerade vom Süßigkeitenladen zusammen zurückgefahren. Ihr habt gemerkt, Maybrit geisteskrank sauer. Und deswegen habe ich so getan, als ob ich jetzt so mich wieder entschuldigen möchte. Wir haben uns noch etwas von Subway geholt. Ihr seht, wir haben jetzt gerade eben schon gegessen, machen aber jetzt gerade eine kleine Pause. Aber Maybrit hat gesagt, sie möchte ihre andere Hälfte von ihrem Sandwich gleich noch aufessen. Und ihr seht das, davon ist ihr Sandwich. Und vielleicht habt ihr es gerade schon gesehen. Ich habe hier einfach mal die Ekel-Jelly-Beans-Bohnen hier am Start. Und ihr wisst ja, hier sind teilweise solche Bohnen mit dabei, ja. Die schmecken dann irgendwie wie verrottetes Ei oder wie stinkender Fuß oder wie altes Pflaster. Also richtig ekelig. Ich würde sagen, ich nehme jetzt mal so ein paar von diesen Bohnen und tue das auf ihr Sandwich drauf. Ihr seht, hier sind jetzt noch ein paar Jelly-Beans drin. Die restlichen tue ich jetzt hier nochmal so rein. So. Mir ist jetzt gerade noch eine Sache eingefallen. Ich habe ja eigentlich gerade das Sandwich hier schon fertig präpariert, aber ich habe in meinem Rucksack noch diese Ekelgurke hier gefunden. Und ich dachte mir, dadurch, dass Maybrit eh hier so Gurken auf ihrem Sandwich drauf hat, nehme ich nochmal so diese ultra eklige Van Holtens-Gurke. Also falls ihr die schon mal gegessen habt, die sind so eklig. Und die schneide ich auch nochmal auf und tue da nochmal so ein paar Scheiben drauf. Also seht, das ist so Endgegner-Sandwich. Okay, Freunde, ich habe jetzt alles bereitgestellt. Ich habe auch eine Kamera da vorne. Die stand auch schon vorher ungefähr da. Das heißt, man muss das nicht checken, was hier läuft. Schon mal das und Süßchen. Hallo, Otto! Ich habe übrigens gerade schon aufgegessen. Ich hatte so großen Hunger. Deine zweite Hälfte? Ja, aber ich habe noch einen Cookie. Du hast ohne mich gegessen? Mhm. Ich war mir nicht ganz sicher, ob du noch weiter isst oder nicht. Also irgendwie schärfer als sonst. Ich glaube, ein paar von was für Gurken und für Dinger. Schmeckt's? Das ist voll, Freunde, du hast ja voll viel davon gegessen. Es ist nicht aufgefallen. Guck mal, was da steht. Ja, das geht aber. Was sind denn das für andere Dinger gewesen? Das sind Jellybeans, so Kotze-Jellybeans mit so. Und da liegen meine Gürkchen. Karen, was
doch gesagt, du ärgerst mich heute nicht mehr, weil wir jetzt Fußball schauen. Kevin, ich gehe jetzt ins Fernsehzimmer. Du kannst auf dem Dachboden alleine schauen. Maybrit? Darf ich mitgucken? Kevin, ich bin genervt von dir. Den ganzen Tag ärgerst du mich nur. Kann ich mitgucken? Ich bin genervt von dir. Geh auf den Dachboden. Ey, Freunde, irgendwie ist Maybrit noch nicht sauer genug. Ich überlege mir mal noch mal was, aber jetzt gucken wir erstmal Fußball. Aber ich würde sagen, es hat trotzdem einigermaßen geklappt, oder was meint ihr? Okay, Freunde, das Fußballspiel ist jetzt vorbei. Deutschland hat tatsächlich 2-0 gewonnen. Und ich sag euch, ich glaube, es ist jetzt mal langsam an der Zeit, es wieder gut zu machen. Maybrit habe ich gerade eben noch so eine Gurke untergeschmuggelt. Dann habe ich noch diese Stinkebohnen untergeschmuggelt. Ich glaube, es wird mal Zeit für ein Kaugummi. Aber das ist kein normales Kaugummi, das ist so ein Elektroschocker-Kaugummi. Keine Angst, das ist so für Kinder, das ist ab 6 oder sowas. Und wenn man dann an diesem Kaugummi zieht, dann kriegt man so einen ganz leichten Stromschlag. Und ja, ich würde sagen, ich packe das mal kurz aus. Maybrit? Ja? Du, ich dachte mir einfach, ich habe dich ja vorhin geärgert. Das ja. Stimmt. Ich bin jetzt auch wieder gut gelaunt, Deutschland hat gewonnen. Du warst auch schon die ganze Zeit gut gelaunt, weil du mich geärgert hast. Ja, also ich dachte mir, ich habe dich ja mit der Gurke geärgert, ne, die mit dieser Stinkegurke, mit diesen Stinkebohnen, die nach so ekligen Sachen geschmeckt haben. Ich dachte mir, ich will es einfach mal gut machen. Hab hier ein Kaugummi für dich, weil du ja unbedingt ein Kaugummi haben wolltest. Du isst doch so gerne Kaugummi. Hier. Warst du jetzt extra los und hast mir ein Kaugummi? Ja, ich war extra gerade beim Kiosk und habe das Kaugummi gekauft. Ich bin ehrlich, das ist süß. Na dann. Kevin! Was denn? Ich habe einen Stromschlag. Du hast es gar nicht richtig rausgezogen. Mach nochmal. Nein, ich habe einen Stromschlag gekriegt. Was ist das denn schon wieder? Hä? Was denn? Ich habe heute den Kaugummi gegeben. Den ganzen Tag nervst du mich und ärgerst mich. Den ganzen Tag. Das ist mir jetzt wirklich zu blöd. Ich weiß in unsere Wohnung. Du kannst hierbleiben, wenn du möchtest. Hä, wie soll ich hierbleiben? Maybrit? Maybrit! Hä? Ey, Freunde, ich glaube, Maybrit will jetzt wirklich irgendwie zu uns fahren. Das Ding ist, ihr merkt das wahrscheinlich nicht, aber Maybrit ist wirklich sauer. Das Ding ist, die rastet halt nicht so aus irgendwie wie Lukas oder sowas, wenn ich den mal pranke oder irgendwie andere. Aber wenn die jetzt wirklich keinen Bock mehr auf mich hat, das ist kein gutes Zeichen. Aber ich bin immer noch nicht fertig mit ihr. Ich würde sagen, ich fahre einfach mal mit. Ich werde mich jetzt gleich nochmal wirklich bei ihr entschuldigen, dass sie wirklich denkt, es ist jetzt endlich vorbei. Und dann habe ich noch 2 ultimativ krasse Pranks vorbereitet. Deswegen bleibt dran. Freunde, es ist ein bisschen Zeit vergangen. Maybrit und ich, wir sind jetzt wieder in unsere Wohnung zurückgefahren. Und ich habe tatsächlich noch 2 ultimativ krasse Pranks vorbereitet, womit ich jetzt Maybrit wirklich zur kompletten Weißglut bringe. Ich muss jetzt auch tatsächlich ein bisschen leiser sein, denn ich zeige euch mal ganz kurz, was. Ich bin ja hier gerade im Büro und wenn ich jetzt hier einmal ganz kurz rausgehe, dann seht ihr Folgendes. Schaut mal, Freunde, da hinten auf dem Sofa, da liegt Maybrit tatsächlich. Sie ist vor circa schon einer halben Stunde eingeschlafen und ich weiß nicht, ob ihr es gerade schon erkannt habt, aber ich habe eine Schere hier und dreimal dürft ihr raten, was ich jetzt mit dieser Schere vorhabe, denn ich werde jetzt Maybrits Haare abschneiden, beziehungsweise das Ganze soll sie denken. Ich habe von einem Video, wo ich Lumex geprankt habe, seht ihr jetzt hier nochmal ganz kurz ein bisschen Videomaterial eingeblendet, noch eine Perücke hier. Es gibt nur ein einziges Problem. Ihr seht, Maybrit hat tatsächlich so diese Haarfarbe hier. Das hier unten sind ja so blonde Haare, das passt nicht, aber ich werde tatsächlich jetzt hier von dieser Perücke einen Strang rausschneiden, ungefähr so viel, wo ich dann so braunes Haar rausschneide. Und das will ich dann so in die Hand halten und dann noch so ein bisschen Schneidegeräusche an Maybrits Ohr machen. Ihr werdet das gleich sehen. Ich muss jetzt erstmal ganz kurz die Perücke hier vorbereiten. Das sieht doch ganz gut aus, oder? Guckt mal, ich habe hier dieses Haarbüschel und so tun, als würde ich da richtig so die Haare abschneiden. Also Freunde, da ist Maybrit. Jetzt mache ich das Ganze einmal so. Ich muss die Kamera hier irgendwie erstmal aufstellen. Einen Moment. Okay, Freunde, jetzt geht's los. Ich habe jetzt dieses Haarbüschel hier am Start. Ich habe diese Haarschere hier am Start. Und jetzt mache ich Folgendes. Ich werde jetzt gleich so laute Schneidegeräusche an Maybrits Kopf machen, dass ich hoffe, dass sie das Ganze hört und davon wach wird. Und dann ziehe ich von ihren Haaren dieses Büschel hier weg. Und dann gucken wir mal, wie sie reagiert. Kevin, das sind nicht meine Haare, oder? Ich fand, du hattest da so ein bisschen... Kevin, das sind nicht meine Haare, oder? Ich fand, du hattest da so ein bisschen zu viele Haare auf deinem Kopf. Aber du kannst doch nicht meine Haare abschneiden. Bist du verrückt? Die habe ich nur so an der einen Stelle. Soll ich da auch nochmal? Da.
Du kannst doch nicht meine Haare abschneiden. Da war eine so... Kevin! Hä? Ich habe wirklich keine Lust mehr auf diese Scheiße. Maybrit? Hallo? Maybrit hat die Tür abgeschlossen. Maybrit? Ich wollte nur gucken, ob deine Frisur jetzt gut aussieht. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal mich zurückziehen, weil ich glaube, Maybrit ist ultra sauer. Also ich glaube, ich habe sie noch nie so wütend wie gerade gesehen. Freunde, es wird jetzt Zeit für das große Finale. Es sind jetzt noch mal knapp 15 Minuten vergangen. Ich glaube, Maybrit hat das Schlafzimmer von uns wieder aufgeschlossen. Und ich meine, dass sie jetzt gerade duschen gegangen ist. Ich glaube, sie denkt, dass das Video jetzt wirklich vorbei ist. Aber da hat sie die Rechnung nicht mit dem Eierkopf gemacht, denn jetzt gibt es den letzten großen Prank. Ihr könnt euch ja vielleicht daran erinnern, was das hier ist. Das ist einfach so ein Fake-Kaufen, nur den kann man hier so hinlegen und dann sieht so aus, als hätte einer hingekackt. Aber wisst ihr, was dazu gut passt? Ihr seht tatsächlich hier, ich habe etwas in der Hand und zwar ganz genau. Oh, das war dumm. Oh, das stinkt. Ey, wie dumm kann man denn sein? Ey, Freunde, das ist tatsächlich... Oh, warte mal, ich muss weiter... Das hier ist tatsächlich Furzspray. Das war ultra schwer, das zu bekommen. Ihr seht, das ist auch nur so eine ganz kleine Flasche, ja? Und dieses Furzspray, ihr merkt... Oh, und das zieht richtig hier rüber. Ich werde gleich dieses Furzspray ins Badezimmer sprühen, da wo jetzt gerade Maybrit am Duschen ist. Und ja, das ist dann das Ende, das ist das große Finale hier vom Video. Ich bin unglaublich gespannt, wie sie darauf reagieren wird. Aber jetzt erstmal der Versuch. Ist das Badezimmer wieder auf? Oh, das Badezimmer ist wieder auf. Beziehungsweise das Schlafzimmer. Okay, Freunde, ich guck mal kurz. Ich euch jetzt nicht zeigen, Freunde, das ist ein bisschen verboten. Aber was ich euch zeigen kann, ist, dass ich jetzt mit diesem Furzspray in diesen Raum reinsprayen werde. Und das Fenster ist zu. Maybrit duscht immer mit Fenster zu. Und ich sage euch, ich gebe ihr maximal 20 Sekunden, dann wird sie das riechen. Und dann stinkt der ganze Raum danach. Hallo? Kevin! Boah, hier stinkt's voll. Ich mach mal die Tür zu. Hier stinkt so, als wäre hier Gülle oder sowas ausgelaufen. Oder wäre hier ein Kanalrohr geplatzt. Maybrit, ich wünsche dir noch viel... Freunde, ich würde sagen, boah, der ganze Raum stinkt jetzt hier. Ich mache hier die Tür zu. Boah. Okay. Freunde, ich würde sagen, das war's jetzt hier mit dem Video. Lasst einen Daumen nach oben da. Freunde, ich würde sagen, abonniert den Kanal, schreibt in die Kommentare, mit was ich Maybrit noch pranken soll und bis dann. Ciao.